Hallo, hier bin ich wieder, die Britta aus Dänemark. Ja, sind ein paar Wochen vergangen, ne? Aber ich bin hier wieder und ich habe ein bisschen fertig bekommen. Ja, heute habe ich meinen Cumulus wieder an. Ich hatte den ja auch letztes Mal an. Aber als ich das Video wieder angesehen habe, da dachte ich, das sind ja so ähnlich wie Madonna-Bubis, ne? Also die standen so raus, aber jetzt habe ich ja meine Cumulus-Bluse gewaschen. Ich stehe mal auf. Also jetzt habe ich sie gerade aus dem Schrank genommen. Guck mal, ich hab einen anderen BH an. Die Ärmel sind ein bisschen länger und ein bisschen breiter. Ich habe den ja geblockt. Ja, jetzt ist er besser. Ja, okay. Ja, was ist sonst noch los? Ja, wir sagen erstmal Skål. Ist kalt hier in Dänemark, bei euch wahrscheinlich auch. Mils, heute ist der 3. Nee, nicht der 13., der 20. Oktober. Moment. Fast 12 Uhr. Ja, es regnet ein bisschen und stürmt. Ja, kalt, ne? Ja, Paul ist noch zur Arbeit. Ich habe um 11 Uhr frei bekommen. Ja, jetzt sitze ich hier. Wir machen mal gleich los, ne? Fangen mal gleich an. Ja, wie war das nochmal? Ja, mein Cardigan, ne? Also die Lust habe ich für den nicht verloren, aber ich weiß nicht. Ist er nicht, weil er schwarz ist, deswegen hat er keine Liebe bekommen, aber ich glaube, ich habe ein paar Runden geschafft. Ich weiß gar nicht mehr. Moment, Mädels. Ach ja, erstmal alle herzlich willkommen. Das hier ist eine Dauerwerbesendung. Alles, was ich hier zeige, habe ich selbst gekauft, selbst nach Hause geschleppt. Ja, herzlich willkommen an all die neuen Abonnenten und an alten, ne? Obwohl wir ja alle hier jung sind, ne? Ja, vielen Dank für die Grüße und die Likes und die Abonnenten. Also wenn ihr den Button drückt, ne? Ja. Ist ganz toll. Ich bin über 2000. Ich habe über 2000 Abonnenten, habe ich jetzt, nee, gestern Abend geguckt. Mal sehen. Man weiß ja nicht. Vielleicht kommt da ja noch was, ne? Ich muss mich mal da schlau machen, ne? Sodass da nicht irgendwie jemand, ihr wisst ja, ne? Alles mit gesetzlich. Ja, ich, wie gesagt, vielleicht kommt da mal was. Seid überrascht. Ja, hier ist gar nichts zu sehen, ne? Brauchen wir nicht. Und ja, ich weiß nicht, der Alpaka-Lace-Faden, der ist, nee, der ist fertig. Da ist nicht mehr. Ich sollte ihn neu anmachen. Ach, deswegen. Vielleicht liegt er ja deswegen. Ach, nee. Mädels, ich glaube nicht, dass ein Designer in mir versteckt ist, aber weil ich so viele an die gleichen, also ich habe die gleichen Sachen, da kann man das sagen, gestrickt habe und da dachte ich, also, das, ihr sagt, ihr wisst ja, mit dem Rad neu erfinden, ne? Oder den tiefen Teller, ne? Ich habe mal was versucht, das zeige ich euch gleich. Aber erstmal, wenn ihr euch erinnert, dann habe ich vor ganz langer Zeit, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wann, wie lange das her ist. Da habe ich ja diese her von Petit gestrickt. Moment, Mädels, ich habe alles hier. Die Honey Purse. Ich habe ja welche für Emily gestrickt und in so ein Altrosa. Und ich habe auch die Honey Klotsch für sie gestrickt mit Fehler. Und jetzt sieht man das ja so richtig, wenn man nah, nee, ich brauche gar nicht nah dran zu sein, sodass ich die Fehler sehe. Ne? Aber die sind da, Mädels. Auf jeden Fall, die habe ich vor ganz langer Zeit gestrickt und dann haben die nur so gelegen hier auf dem Tisch, weil ihr wisst ja, das Innenfutter, ne? Heißt das Innenfutter? Das hatte ich mal. Ach ja, das habe ich ja für mal das Nadeletui für Pernille oder war das für Regge gebraucht? Na, ihr wisst ja, ich habe ja ein paar Nadeletui genäht, ne? Und das ist ja so mit mir, wenn ich das kann. Also dann macht das auch mehr Spaß. So geht uns das wahrscheinlich an, ne? Aber dann wird da so eine, da kommt ganz viel draus raus, ne? Wie gesagt, die ist jetzt
Richtig fertig, nicht nur fertig gestrickt, sondern jetzt ist das Futter drin. Also man kann ja was gebrauchen, also nicht reinmachen, ne? Das ist eine Aveta zusammen mit, weiß ich nicht mehr, steht auf Ravelry. Ja, wie gesagt, alles, was ich hier zeige, habe ich in Ravelry eingepflegt, ne? Mit Nadelstärke und alles, ne? Aber bei solchen Dingen da, nee, nicht nur bei solchen Dingen. Nee, bei diese hier habe ich die Nadelstärke genommen, wie die Anleitung empfiehlt, ne? Die ist fertig. Das ist die größte. Und jetzt kommt noch die. War das Medium? Ich glaube, das war die Medium. Da ist ja nichts. Also ist ja nichts. Ihr seht, das ist eigentlich. Aber was Neues hier. Statt die Anleitung, da habe ich den Reißverschluss direkt am Futter eingenäht. Und das kommt auch gleich. Nee, das habe ich auch letztes Mal erzählt, weil ich hatte ja das Kit von Cami Jo Knit und So Shelly gekauft auf Fanny. Ihr wisst, die Klotsch, die zeige ich gleich. Die ist auch fertig, ne? Und da hatte sie ja den Innenfutter zusammen, also mit dem Reißverschluss angenäht. Und da dachte ich, ich habe vor langer Zeit gedacht, das müsste man machen, aber ich hab das wahrscheinlich dann irgendwann vorher gesehen und das habe ich hinten gelagert, aber habe ich ja nicht neu erfunden, ne? Aber die Idee ist richtig gut, weil das war so frommelig bei Emily's Honey Klotsch. Ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Seht mal, Mädels. Seht ihr? Ihr seht, es ist angenäht, ne? Und ist richtig gut geworden. Ich sagte ja auch, das ist ja nicht, weil Emily und ich so machen, ne? Also wir halten gut fest und dann machen wir zu oder auf. Aber das ist so ein bisschen frimmelig bei denen, wo die mit der Hand genäht worden sind, ne? Da muss man es extra drauf aufpassen, ne? Die ist fertig. Ja, Mädels. Und jetzt kommt was ganz Tolles. Mädels, guckt mal. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, warum hat sie so viel davon gestrickt? Ich sag dir, wenn ich erstmal ein Muster kann und dann macht mir das Spaß und dann denke ich, ja, mach mal weiter, mach mal weiter. Und dann kam das ja mit dem Cardigan, ne? Und da dachte ich, oh nee, jetzt macht dies ja mehr Spaß als der Cardigan. Okay, da mache ich noch eine mehr. Da kam noch eine, da kommt noch eine. Ihr seht das gleich, ne? Auf jeden Fall, das ist der Rest von Pauls Hipster-Mütze. Und weil ich die hier eigentlich gestrickt habe, ne, da dachte ich, ach, da muss man was, ihr wisst ja, 300, oh, da ist noch ein bisschen, oh, jetzt habe ich vergessen, sie zu wiegen, weil vielleicht, ich wollte ja noch eine große stricken, ne? Ja, ich weiß auch nicht wofür, aber vielleicht für ein Geschenk oder so, man weiß ja nicht, Mädels, ne? Ja, okay, Mädels, ihr wisst, das ist eine Merino. Das ist von Milnert, das ist eine dänische Handfärberin. Ihr habt ja auch ganz tolle Handfärberinnen, ne? Wir auch hier in Dänemark, aber deswegen kaufe ich bei euch auch ein, ne? Ja, man muss ja. Okay, und das ist ein Mohair, jetzt kommt hier, von Angel, von Permin, die heißt Angel. Ich gucke mal gleich die Farbnummer, ne? Also die Farbnummer ist 88 41 35. Ich zeige noch mal hier, ne? Das ist die hier, ne? Und ja, ich dachte einen Tag, ich gehe meine Gehstraße hier in Ikast. Die sind ja am Umbauen. Ich glaube, unsere Gehstraße in Ikast ist die einzige, die also ein Dach drüber hast, ist vom Haus zu Haus, da ist ein Dach, da ist, also im Winter ist nicht warm, aber ist, ja, da sind Bänke, da sind Stühle, da kann man gehen, ohne nass zu werden, ist, ja, da fliegt kein Wind, ne? Auf jeden Fall, da ist ja ein Wollgeschäft, aber ich muss ganz ehrlich, ganz ehrlich zugeben, da bin ich nicht oft drin. Ja, ich bin meistens immer in Kühlkerne, ne? Das liegt ja hier auf dem Weg. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall. Da war ich denn drin. Da habe ich die hergekauft. Und weil ich ja dies noch hatte, und da dachte ich, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen mehr farbenfroh rein hier im Winter, ne? Ja, da habe ich die gestrickt.
Also ich habe nicht gewogen. Also auf eine habe ich ja gewogen und das steht auch auf Ravelry, wie viel Avetta ich gebraucht habe und wie viel Mohair. Ich glaube 23 Gramm Avetta und 6 oder 7, 8 Gramm Mohair ist ja eigentlich nicht viel. Ist ja auch ein richtig gutes Resteprojekt. Auch so für ein kleines Geschenk, für eine Freundin, für eine Mama, ja, für alle, die man lieb hat oder ja, wenn man zum Kaffee irgendwo kommt oder so. Ja, ihr wisst, was ich meine. Die habe ich davon gestrickt. Und das ist ja, das ist die Größe M, also Medium, ne? Und da ist auch ein Futter drin. Und ich habe ja nur eigentlich das Stoff gekauft in Kölker, wo ich dachte, okay, das passt gut zu allen Farben, ne? Ja, wie gesagt, ich fand, das war echt schwer, nicht einen guten, einen Reißverschluss zu kaufen, die in mit der Pa passe, also mit, Entschuldigung, mit der Farbe gut zusammenpasst. Eigentlich müsste man ja den Reißverschluss kaufen erst und dann die Wolle dafür, aber das war, also muss ja, ich finde, das muss gut aussehen. Ihr seht, das ist so dunkelpinkrot oder so ähnlich, ne? Ich weiß nicht, wie die heißt. Also ist ja auch blödes Licht. Das Licht ist immer schade. Ich meine, immer nicht schön, ne? Ja, und ich habe dasselbe Futter hier in der Größe Small genommen, ne? Und ehrlich, kein Fehler reingeballert. Alles, also ihr könnt kommen und hier gucken, Mädels, Moment. Oh, ich dachte, da wäre ein Fehler. Ist aber kein Fehler. Die Masche ist nur ein bisschen länger. Okay, ihr kriegt die Seite. Ja, ich hatte mal in einen kleinen Fehler gemacht und da konnte ich zurückstricken, ne? Aber nachhinein, das geht nicht immer, ne? Das ist immer so ein bisschen mit dem Muster. Oh, Mädels, guck mal. Susanne? Das sind mit die Gum-Gum-Socken, ne? Susanne? Susanne, das ist die Susanne von der Orientbayerin. Wollte ich ja die Gum-Gum-Socken. Moment, Mädels. Wo ist die denn jetzt? Okay. Die Wolle, die Avetta-Wolle, die blaue Wolle, die wollte ich für eine Gum-Gum-Socken nehmen, ne? Also Nadelspiel bin ich angefangen und das war nicht so gut. Und dann wollte ich zum Magic Loop. Ich weiß gar nicht, ob ich da hinkam. Na, auf jeden Fall, Susanne, die Wolle habe ich anders verwendet. Ich habe sie hierfür gebraucht, verwendet und mit dem Tilia Mohair. Und wie gesagt, steht alles auf Ravelry. Jetzt ist blöd, dass ich nicht mehr habe. Also ich habe noch ein bisschen, ne? Na, wie gesagt, ja. Die ist auch fertig. Das ist eine Größe M. Und ich drehe mal rum. Die Stoffe sind im Kasten, im IKEA-Kasten, ne? Wer mag nicht IKEA? Aber das ist ein richtiges schönes Stoff, wo ich dachte, oh, könnte ich eigentlich einen Meter von kaufen, weil bei Kölker, da gibt es so kleine, ich weiß nicht, da 50 mal 55 und für 29 Kronen so ein Stück schön zusammengepackt, ne? Oder 4 für 100 Kronen. Also eine 29 Kronen, 4 für 100. Guck mal, das sieht doch schön aus, ne? Und jetzt ist das, ja, ihr wisst, Licht, ne? Aber das Blaue, das finde ich schön für die Wolle, ne? Die ist so richtig wamset, so richtig schön dick, ne? Ja, Mädels, keine Fehler drin. Alles Paletti. Die ist fertig. Größe M. Und dann habe ich noch die Small. Und da dachte ich, aber da glaube ich, da brauche ich mehr Avetta für, ne? Weil woher habe ich, glaube ich, genug? Sonst müssen wir wieder kaufen. Weil ich finde das schön, so ein Set zu haben. Ich brauche sie ja nicht alle, aber wie gesagt, ne? Hier hängt was. Ja, zum Geschenk. Emily war auch da. Für Emma. Also Emily hat sich auch einige gewünscht. Ne, weil ich sagte auch zu ihr, oh mein Gott, nimm nicht die Honey Clutch mit zum Strickcafé. Mach sie auch nicht, sagt sie. Sie hat eine von denen, die gelben, die ich gestrickt habe, ja, vor langer Zeit, ne? Nee, diese hat sie zum Geburtstag bekommen. Die hat sie mitgenommen zum Strickcafé. Sie nimmt sie immer mit zum Strickcafé. Und die haben sie so, den hat voll mal Rose.
Also die Mädels da, die haben da gesagt, oh, ist echt toll gemacht und so. Ruß, wie heißt das jetzt nochmal? Eskol, Mädels. Eskol. Na, ich kann, ihr wisst, was ich meine. Gestaunt, nicht gestaunt, aber so gesagt, richtig eine gute Arbeit. Hat Mama gut gemacht, ne? Und deswegen dachte ich, nee, das mag ich ja, ne? Und er sagt zu Emily, keine Klotsch mit da, ne? Die Honey Klotsch, die muss ich neu machen, ne? Weil ich sehe das ja auch auf Ravelry, da hat sich ja ein Fehler, ne? Man denkt ja erst, nee, das sieht kein Mensch, ne? Das sehen, also desto mehr ich hingucke, desto größer sind die Fehler, ne? Ja, wie gesagt, Mädels, die sind auch fertig. Und ja, Mädels, dann hatte ich diese hier und also die ist ja fertig, ne? Die Medium und die war ganz fertig und dann war hier oben ein Fehler und ich dachte, als ich abgekettet habe, ach, das sieht kein Mensch, ne? Und dann sollte ich das Innenstoff, ich sag jetzt Info, da heißt nicht, ne? Innenstoff, dann sollte ich das reinmachen. Aber ja, wie gesagt, desto mehr ich da hingeguckt habe, desto größer wurde das Feld, ne? Und da sagte ich zu Paul, nee, Paul, möchtest du aufmachen? Oh nee, das Mohair, ne? Das mag er ja nicht so gerne, ne? Aber er war ganz lieb, ne? Er ist immer lieb, ne? Und dann hat er das aufgemacht, ne? Dies ist, ja, und noch ein bisschen hier hängt auch noch. Das ist wahrscheinlich von, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, das ist auch ein schönes Stoff. Das habe ich auch in Külka gekauft. Und ja, Mädels, ich finde das schön. Ja, hier, das ist okay, so mit einem dünnen Stoff, ne? Aber ich würde mal sagen, gleich, was ich euch zeige, da musste was Festeres rein, so Flisseline, aber jetzt bin ich mir unsicher. Mädels, kein Fehler dran. Die ist fertig. Größe M. Ne? Ich zeige gleich die Wolle. Und wie gesagt, das ist die ganz große. Ne? Und wie gesagt, ich hatte sie fertig. Das könnt ihr auch auf Ravelry sehen, weil da ist sie fertig. Aber dann hat Paul sie geribbelt. Ah, hier, guck mal. Ich habe die Maschenstopper von Silvia, als ich. Noch ganz liebe Grüße an dich, Silvia, und an euch allen anderen auch. Die habe ich von ihr bekommen, als wir bei Anne in Ratzeburg waren. Da durfte ich sie mir aussuchen. Ja, die wohnen hier. Die sind hier dran, ne? Ja, und Mädels, jetzt bin ich so weit, dass ich denke, oh, keine Klotsch mehr, ne? Und auch weil ich stricke immer Fehler hier. Ich habe wieder aufgerippelt hier, ne? Ich habe das wieder ja gestrickt, was ich aufgerippelt hatte und dann wieder, also nicht das Ganze, ich glaube 4 Meter oder so, ne? Und dann werde ich so ein bisschen unkonzentriert, das kennt ihr wahrscheinlich, ne? Und meistens ist das immer hier, so an der Ecke, ne? Wo sich dann Fehler rein schleicht. Ja, wie gesagt, die wird fertig, die muss fertig werden und dann denke ich. Und dann brauche ich eine Pause. Und was ist hier wieder? Ich habe unseren, heißt das Brennofen, den habe ich heute an. Der hat ja auch Hunger, ne? Mädels, ihr wisst das, ne? Ja, wie gesagt. Ja. Moment, Mädels, ich guck mal. Ja, jetzt sag ich habe die Wolle. Oh, Mädels, tut mir leid. Das ist von Sandness. Das ist die gleiche Färbung, die ich für Emily gestrickt habe. Ne? Altrosa, Sandness, Sunday und Silk Mohair von Sandness auch. Ne? Altrosa. Ne? Ja, wie gesagt, auf Ravelry. Und dies Avetta und Tilia. Und dies handgefärbte Wolle von Millnetstrick und von Angel, Permin, ne? Permin und dann Angel und dies auch hier, ne? Aber wie gesagt, tut mir leid, dass ich dachte, ich habe alles hingeschleppt, Mädels, deswegen lange her, ne? Ihr wisst ja, ich heiße Britta, ne? Ja, erinnert ich euch noch? Ich habe ja die Wolle in der Gehstraße gekauft, da war eine lokale Handfärberin und da habe ich 3 Stränge gekauft und da dachte ich, oh, 3 verschiedene Farben, was soll ich damit, ne?
Und dann habe ich sie angeschrieben und habe gefragt, ob ich die zwei davon tauschen könnte. So, sagt sie, für Sockenwolle. Ja, sie hatten zwei Stränge. Sie konnten mir ein Bild schicken. Ne? Und das eine Bild war hier. Also das kommt schöner raus, finde ich, jetzt hier als auf dem Strang. Ich sagte ja, das war so Fesen. Fesen, wie war das noch? So verschwommen oder so. Nicht pastellig, ja, vielleicht ein bisschen pastellig, ne? Ja. Und ja, ich habe die sicher gestrickt. Und weil ich dachte, ihr jetzt nicht immer kaufen und dann weiß man nicht wofür. Das war eine Strafe, das war echt eine Strafe. Da hatte ich auch so viele Fehler reingeballert und da dachte ich, nee, Britta, jetzt reiß ich zusammen. Eigene Schuld. Ja, ihr lacht vielleicht, ne? Aber das ist so, denn das muss sein. Jetzt ist die fertig, das ist die große. Und Emily, sie hat eine Kollegin, mittlerweile wahrscheinlich auch eine Freundin. Die beiden wollen färben. Also die färben Garne, Wolle mit nicht hier Synthetik. Also von Blumen. Aber Mensch, wie heißt das denn jetzt? Auf jeden Fall wollen sie Wolle färben. Emily, schreib mal rein, bitte. Ne? Ihr wisst ja, Mädels, Emily guckt auch zu. Ne? Und da sagte ich zu Emily, sie weiß ja, was ich stricke. Ne? Ja, meistens ja. Ne? Ich sage, Emily, ich dachte, ich wollte mir ein bisschen Farbe kaufen oder nur eine Farbe. Ne? Und dann so ein bisschen so dunkellila. Und dann wollte ich sie überfärben und dann einen Reißverschluss kaufen, Innenfutter. Und dann wollte ich dies hier alles verstricken, sodass ich ein ganzes Set bekomme. Und da sagte sie, Emily, Mama, ich soll ja nach, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißt, dahin und dann sollen wir Wolle färben. Pflanzen färben, Pflanzen, ja. Weil sie sagt, sie färbt Wolle, also ihre Kollegin, ihre Freundin, hat ganz viele Wolle, aber strickt nicht. Oder nur ein bisschen, ich weiß jetzt nicht mehr. Und da sagte sie, Mama, die nehme ich mit, dann kann ich sie färben. Finde ich eine gute Idee, ne? Deswegen, die werden auch, ich glaube, das ist erst im November. Ich habe ja ein bisschen Zeit. Deswegen kommen die so nach und nach, ne? Jetzt, ich dachte, ich fange mit die Große an, weil die ist immer am schlimmsten, finde ich auf jeden Fall. Wie gesagt, Merino-Wolle, ne? Entschuldigung. Mädels, jetzt kommt das. Ich bin ja keine Designerin, aber weil ich all die hier gestrickt habe, da dachte ich, nee, da muss da ein neues Muster hin. Aber. Also ich habe sie ja nicht geklaut, aber ich habe das Video gesehen, ne? Ich habe eine kleine Pös gestrickt und das ist mit das Mappenmuster von, also ist nicht von Petite Knit, aber ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe mir das Video angeguckt auf YouTube und da dachte ich, okay, das versuche ich nachzumachen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, so wenn das nicht so richtig gelingt, denn oh. Dann habe ich keine Lust mehr. Aber jetzt habe ich den Zettel nicht hier, weil ich hatte nur ein Kuvert, wo ich einfach mal nur rechts, rechts, links, links oder so ähnlich, ne, geschrieben habe. Und dann, ja, da hab ich angefangen. Aber wie gesagt, die könnt ihr nachmachen. Und eine Zuschauerin hat mich für diese Farbe inspiriert. Jetzt, ich habe vergessen zu gesehen, wie sie heißt. Aber sie hat pinke Haare. Ja, finde ich schön. Lange pinke Haare. Ja, Emily meint, sie könnte Emily Klotsch heißen. Emily Purse. Ja. So ähnlich. Ich glaube, sie kam mit drei Vorschlägen, ne? Weil Petite Mette, ne, sie hat ja auch immer Marie, Klotsch, Pös, Honey. Hier ist kein Honey, ne? Ja, da habe ich das Innenstoff hier genommen. Und wie gesagt, das hatte ich auch angenäht, ne, schon. Aber der Reißverschluss, ich habe hier bei uns gibt es ja auch Reißverschlüsse für jeden Meter, ne? Und dann habe ich eine schöne Farbe gefunden, die passte richtig gut dazu. Und da habe ich sie wahrscheinlich zu kurz abgeschnitten. Aber das wurde gar nicht schön hier. Also Übung macht ja mal ein Meister, ne? Und wie gesagt, ein Meister ist ja auch nicht vom Himmel gefallen und ich auch nicht. Aber ihr seht, den hätte ich besser verstecken können, ne? Seht ihr das? Das ist das Ende. Und dies hier, das ist denn ein Reißverschluss, das fertig war.
Ich glaube, das hat 10 Kronen gekostet, ne? Auch bei Kühlkern, ne? Und die Farbe finde ich richtig gut. Ja, wie gesagt, da kommen wahrscheinlich noch mehr. Und Emily meint, Mama, wir machen eine Anleitung und dann kann jeder sie stricken. Aber wenn ihr nicht auf uns warten wollt, ne? Weil ich bin ja nicht so schnell, ne? Deswegen, ich habe sie ein bisschen. Also, das Smurf-Muster müsst ihr euch angucken auf Petit. Vielleicht kennt ihr das auch. Könnt ihr das? Aber bei mir sieht das jetzt so aus, ne? Zwei rechte Maschen. Moment, Mädels. Ich habe das verkehrt gemacht, habe ich nicht? Guckt euch das Video an, weil ich meine, die ersten, zweiten, die sind rechts und dann die mittleren, das sind vier Maschen, die rechte Maschen und dann Mädels, ist egal. Also, das war jetzt blöd, ne? Aber Mädels, ich habe 42 Maschen aufgeschlagen. Auf jedem jede Nadel mit Magic, nee, Judy's Magic Cast On, glaube ich, die heißt. Moment, ich habe das auch geschrieben. Judy's Magic Cast On. Ja, und mit der Magic Loop Methode 42 Maschen auf jede Nadel. Und da habe ich sage ganz ehrlich, ich habe die, ja, die Methode in der Anleitung von die anderen Anleitungen geguckt und ja, geschnappt. Und ja, da habe ich den Boden, also da bin ich zweimal rumgegangen, so dass die auch ein bisschen eine Breite hat und dann einfach nur hoch. Und erstmal, als die fertig war, da dachte ich, nee, da muss ich auch was machen. Ne? Aber das ist blöd, finde ich, weil ich habe das die Anleitung auf Ravelry gesehen und das Foto von, wo sie den Cardigan hat, da ist das beim Reis, nee, bei der, wie heißt es nochmal, da wo Mädels vorne, da wo die Knöpfe und so sind, an der Knopfleiste, da hat sie den auch so gerade. Deswegen, das kann man auch gut machen. Aber wie gesagt, als ich die erstes Mal angenäht hat, da hatte ich kein Vlies drin. Jetzt habe ich Vlies drin. Jetzt bin ich mir nicht sicher, dass das eine gute Idee war, weil die ist steif. Aber bei der ersten ohne Vlies, also ist dann die gleiche, ich habe das aufgemacht, ne? Da war das so, also die ist nicht so reingegangen, aber Mädels, ich mache noch mehr, eine vielleicht. Aber sonst, wie gesagt, auf jede Nadel 42 Maschen, zwei Runden glatt rechts und dann zwei links, zwei rechts, vier links, zwei rechts, bla bla. Ihr wisst, ich mache das mal ohne. Vielleicht schreibe ich das unten rein. Ja, wie gesagt, hier ist sie, da ist sie ja gut geworden, ne? Da. Aber hier, ich hätte wahrscheinlich den Reißverschluss bisschen schieben müssen, ne, so dass ich den hier verstecken kann. Aber auf der anderen Seite beim anderen Reißverschluss, der kam so hier raus bei den Maschen und der war auch völlig schief. Das hat sich so schief hingezogen, ne? Aber jetzt finde ich schön, Mädels. Ja. Und das ist auch eine Avetta, weil das waren auch Reste, ne? Wo ist die Farbnummer? Die Farbnummer 371. Sieht man die? Ach da. Oh Gott, Mädels. Ja, zusammen mit, das ist auch ein Rest. Und ja, ach so. Ja, das habe ich doch für Emily gestrickt. Erinnert ihr euch noch, das Haarband? Ja, hier ist noch genug drin, ne? Das ist die Farbnummer 360. Hier, Tilia. Da ist noch eine Menge drin. Kann noch mehr. Und falls kaufe ich noch mehr, ne? Die kosten 42 Kronen, ist ja nicht schlimm, ne? Ja, die finde ich schön. Und Emily sagte, Mama, da muss ein Goldreißverschluss rein. Aber die sind so dick hier, ne? Die kriegst gar nicht so fein. Da müsste wahrscheinlich noch was, ich weiß nicht, eine größere. Vielleicht, ja, ich weiß nicht. Ja, die ist fertig. Oh, das irritiert mich jetzt. Ja, wie gesagt, die Stoffbreite, die habe ich auch von der Anleitung von, ja, von Petit geschnuppt. Und ja, sechs Reihen hoch, ne? Aber guck mal das Video, das ist besser. Ich weiß nicht, ob man das verlinken darf, aber sonst Smockmünster, Petit Knit, ne? Kimi Munkholm. Ja,
Die wurde fertig und wie gesagt, die Inspiration, die kam ja hiervon, ne? Das ist die Wolle von Cami Jo Knits. Das ist die Bouclé. Also ich glaube einfach, sie hat nur eine Strimmel hier genommen, weil da war ja natürlich nicht 100 Gramm drin, oder? Nee, 100 Meter, 100 Gramm, da war nicht 100 Gramm drin. Und 100 Meter, ich weiß nicht, ich habe vergessen zu wiegen. Ja, wie gesagt, da war nicht genug Wolle, also von der Bouclé-Wolle, weil, und das sollte mit einer Nadelstärke 7 gestrickt werden. Die ist so dick wie mein Finger, Mädels. Das hat nicht funktioniert. Da, die habe ich mit einer Nadelstärke 4 oder 5, aber das habe ich auch auf Ravelry eingepflegt, gestrickt, weil da kam das über die dicke Nadel und dann auf dem Weiher, ne? Oh, das war, also ich konnte das nicht, ne? Und wahrscheinlich deswegen war da nicht genug. Also das mit dem Boden, das war, das habe ich so gemacht, weil ich dachte, ja. Bisschen fester, ne? Ich hatte, das war so ein Altrosa. Das ist auch ein Rest hier. Normalerweise habe ich ja immer die Banderolen. Mädels, jetzt, ja. Ja, und weil ich ja nicht genug hatte oben, ne? Ja, wenn ich wahrscheinlich, wenn ich die Tasche gewaschen hätte und geblockt hätte, bevor ich die Innentasche reingenäht hätte, vielleicht wäre dann ein Zentimeter hochgekommen. Aber habe ich nicht, gebe ich ganz ehrlich zu. Deswegen habe ich auch hier unten die Wolle angestrickt und dann hoch, bisschen hochgestrickt und dann dachte ich, okay, das ist in Ordnung. Und ist eigentlich ganz gut geworden. Das, jetzt habe ich, da war ja noch der hier, ne? Da hatte ich ja natürlich nicht mehr genug Faden, da musste ich ja noch einen Faden kaufen. Jetzt habe ich ganz vergessen ranzumachen, ne? Aber ist schon so auch so ein, also Altrosa würde ich ja mal hier sagen, aber ja. Könnt ihr auf ihrer Homepage sehen, auf Cami Jo Knit. Wie gesagt, sie hat ja eine Arbeit, nee, Zusammenarbeit. Na, ihr wisst, was ich meine. Mit So Schelde und Cami Jo Knit. Und die kommen Freitag, nächsten Freitag, also heute. In der Woche, da gibt es ja Creative Day in Fredericia, da kommt sie auch. Und da dachte ich, da wollte ich mir vielleicht so einen Senffarben kaufen. Und dann könnten ich, Pernille und Ricke vielleicht eine stricken und dann können wir zusammen eine Innentasche nähen. Und dann, weil seht mal hier, das ist ein besserer Reißverschluss, der ist so ein bisschen dicker. Aber das ist ja auch das Stoff für von der Möbelindustrie. Erinnert ihr euch noch? Das habe ich erzählt, ne? Weil sie so Schelde, sie näht ja so Taschen, also aus Leder aus, ne? Von der Möbelindustrie. Das finde ich eine richtig gute Idee. Da habe ich sag ganz ehrlich, ich habe alles gestohlen, die Ideen mit dem Reißverschluss, mit der Tasche, mit der Innentasche und gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, ich verkaufe es ja nicht, ne? Und ist ja gut, dass man inspiriert wird. Das ist auch ein Schooler Club, ne? Für die, die das gemacht haben, ne? Aber finde ich gut. Ja, wie gesagt, das ist, das sieht man wahrscheinlich auch da, ne? Woolly Clutch. Wie nennt man eigentlich so eine in Deutsch? Schreibt mal bitte rein, ne? Weil so ein Portemonnaie ist es ja nicht, ne? Obwohl, Geld kann ja rein, ne? Paul kann ein bisschen Geld reinmachen für Freitag, ne, Emily? Ja, Mädels, erinnert ihr euch noch? Ich denke mal, ihr seid auch noch fleißig, ne? Die Aktion Grüne Socke für Mädels, die an, ja, an Krebs erkrankt sind, ne? Eierstockkrebs. Da habe ich die Wolle und ich habe ja mit Gabi letztes Mal geschrieben, ob das okay war, weil ich das Pinke drin habe, ne? Und da, ich war mir unsicher. Aber Mädels, wer möchte nicht pink? Wir alle, ne? Aber Gabi schrieb, alles Paletti Butter. Also nicht Paletti, aber sie schrieb, ist in Ordnung, ne? Ja, die sind fertig. Zwei Stück. Gewaschen, geblockt. Auf dem Sockenblocker von Größe 41 bis 43 getrocknet. Ne? Ich mag die gerne, ich finde die so schön. Und ich weiß ja, ich mache ja nicht auch meine jedes Mal auf dem Sockenblocker, aber ich finde das ab und zu mal schön. Ne?
Ich finde es auf jeden Fall, das sieht gut aus. Und wie gesagt, das sind Stino-Socken. Das sind, oh. Ja, das sind Stino-Socken. Eins rechts, nee, eins rechts verschränkt, eine links. Das ist die verstärkte Herzchenferse. Seht ihr das? Das seht ihr, ne? Das ist auch so wie so ein Wabenmuster, ne? Und ja, wie gesagt, ach Mensch, die Wolle. Ja, das ist die Wolle Petit Four oder so ähnlich von Milner Strick. Und das ist auch ein Rest von Pauls Oslo-Mütze, wo ich die Wolle ja bei irgendwo gekauft habe. Das steht, wie gesagt, alles auf Ravelry, ne? Die ist fertig und ich warte ja, ich schicke sie Gabi so, wenn ich alle gestrickt habe, weil ich habe ja auch ein Papier, wo da drei Banderolen drauf sind, ne? Und da dachte ich, die stricke ich so, ja. Ich dachte, so ein schönes Weihnachtsgrün vielleicht. Ich suche mal, ne? Und dann, ja, oh. Ja, und dann hier in Dänemark haben wir auch. Ja, ihr kennt wahrscheinlich, ich sehe ja auf Instagram, da sind viele, die auch Urlaub in Weyers machen. Und da ist Flittelise, da ist Karin. Sie hat Flittelise in Weyers und ein Geschäft in Esbjerg. Und sie ist wieder an Brustkrebs erkrankt und es ist schlimm. Also jetzt, ja, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Das hat sie auf Instagram annonciert. Und das war am Tag, das war am Mittwoch, wo wir nach Fähne fuhren. Ja, und ja, von einiger Zeit, da habe ich das Sockset gekauft bei ihr, als ich da war in Weyers. Das war im Urlaub, das war, als Paul nach Paris jodelte, nee, fuhr, ne, mit dem Fahrrad. Und da hatte Karin, sie hat die Wolle gefärbt und Frauke von Beswick, sie hat also die Anleitung gemacht, geschrieben. Und wo ist jetzt die Anleitung, Mädels? Ich stehe mal auf. Moment. Moment, Mädels. Bleibt, wo ihr seid. Die ist hier auf meinem Bügelbrett. Das habe ich von meiner Schwester bekommen, weil sie fand das ein bisschen blöd, dass ich immer meine Sachen in der Küche gebügelt habe, auf dem Küchentisch mit einem Handtuch. Mädels, ich bin gleich da. Moment. Ich muss mal hier Muster. Moment, Moment, Moment. Hier ist sie. Oh, Prost. Ja, Mädels, hier bin ich wieder. Hier, oh, Entschuldigung. Da wollte ich erzählen, da habe ich auch für zwei. Da fehlt mir noch eine, ich wollte nur zeigen. Mädels, hier. Wiesläufer-Cancer, Fock-Cancer. Ist ja echt, ne? Wie gesagt, mein Schwager hat ja auch Krebs, ne? Und Wiesläufer-Cancer, it's simple Snowningsmünster, mehr it kraftvoll Bußgelb, ne? Ja, und die Anleitung, die ist hier. Also das Diagramm, ne? Aber ja, ich finde. Oh, Mädels, Skål. Moment, Mädels. Ich mach mal so, weil dann sieht man die, ja. So. Amateurbretter, ne? Lange her, ne? Ja, ihr seht. Ich wollte nur mal zeigen, hier, ne? Ja, wie gesagt. Da habe ich auch mitgemacht. Ich habe was, irgendwas. Ja, eine rechts verschränkt, eine links, 15 Runden. Hier, ne? Und da habe ich eins, zwei, also eins, zwei, drei, vier, fünf, kann man machen, wie man möchte. Ich habe noch Wolle übrig. Und die habe ich auch, weil ich denke immer, Gabi oder die anderen von der Grüne Socken ja auch gerne große Größen haben möchte. Und da dachte ich, die schicke ich Gabi mit und dann kann sie die abgeben oder für sich selbst behalten oder ich weiß nicht, ne? Auf jeden Fall,
Die schicke ich ihr mit, weil ich habe ja nicht so große Füße, ne? Und ich bin mir nicht sicher, dass meine Schwester Christine gestrickte Socken. Ja, sie hat immer Thermosocken. Sie denkt immer, es ist Winter im Sommer, ne? Ja, wie gesagt, die sind fertig. Und das ist auch eine verstärkte Herzchenferse. Seht ihr, ne? Ja, die sind fertig. Die habe ich auch so ein bisschen ab und zu mal gestrickt. Ich habe ihr gar nicht gezeigt, ne, dass ich angefangen habe. Aber ich dachte, dann komme ich von hinten, ne? Ihr wisst ja. Ja, die ist fertig. Schönes Diagramm, schönes Muster, einfaches Muster. Erst dachte ich, da ist ein Fehler drin, ne, Frauke, ja. Und dann, nee, war kein Fehler drin, als ich die zweite Runde gemacht hatte. Da machte das Sinn, ne? Und ja. Ja, und dann habe ich ja auch ein Kit auf Fänø gesehen. Den Lille Garnbix, die wohnen ja in Aarhus. Und da habe ich Bolsche Lampen gesehen. Das ist eine runde Lampe von Ikea. Und da haben sie so ein Cover gestrickt. So wie ähnlich wie ein Bonbon, ne? Nicht gestreifter Bonbon. Ihr wisst, wie das heißt, ne? Und ist auch lange her, dass ich die fertig hatte. Aber da musste ich auch immer wieder rippeln. Oh, meine Güte, ne? Gut, dass ich da davon nicht lebe, ne? Denn wäre ich bankrott, Mädels. Ja, die ist einfach. Eigentlich, ich habe ja letztes Mal gesagt, ich glaube, da sind keine Verkürzereien sind. Ich hab nicht gelogen, aber ich wusste ja nicht besser, ne? Könnte sein, dass da ein paar drin sind. Aber ihr wisst ja, ne? Und ist ja, weil das so, ne? Hier wird dann ein Faden oben reingezogen, ne? Und zusammengezogen und unten auch, würde ich mal sagen. Ich guck mal kurz, Mädels. Hier ist die. Ja, ich habe ja damals Emma angerufen und sagt, Emma, wie findest du? Ja, Mama, ich kann noch nicht stricken. Ja, ich möchte sie gern für dich stricken. Okay, welche Wolle? Ja, dann haben wir ein bisschen gefunden. Erstmal gesucht, dann gefunden, ne? Und ja, Nadelstärke 4,5. Jetzt bin ich mir unsicher, ob die auf Ravelry ist. Die muss natürlich auf Ravelry, ne? Das sind zwei Fäden Mohair, eine von drin, eine von draußen und dann, ja. Und wie gesagt, da bin ich auch. Da war ich so richtig tollpatschig mit den Streifen. Ne? Da dachte ich, okay, 5 rein, 1, 2, 3, 4, 5. Nee, habe ich auf der Anleitung geguckt. Nee, da sind auch 1, 2, 3, 4 und so. Ne? Aber am Ende war alles schön. Ne? Und da steht auch hier in der Anleitung, da ist keine Garantie so mit der Wärme und so. Da muss man natürlich aufpassen, so, dass da nicht abbrennt. Ne? Deswegen sage ich auch zu immer, alles nicht alleine lassen. Immer in Sicht haben, ne? Die ist auch fertig, ne? Und das war auch, wie gesagt, Mädels von Sandnes, Mohair von Sandnes, das Off-White und das Blaue auch, ne? Und da habe ich auch noch ein bisschen übrig. Ja, wenn sie noch eine haben möchte, kann sie kriegen. Und dann habe ich eine Mädel, die sich eine Oslo-Mütze gewünscht hat und die ist auch fertig. Die ist gewaschen, geblockt. Ja, ich bin mir unsicher, ob das jetzt zu Weihnachten, ob sie zu Weihnachten haben soll oder zum Advent. Ja, ich habe ja erzählt, ne, dass Emily und ich uns einig sind, dass wir nur selbstgemachte Geschenke einander geben. Und sie hat ganz schöne Wünsche auf Ønskeskrin. Erinnert ihr euch noch den App da, ne? Ja. Oh, die Wolle für die Socken. Moment. Das, ja, wie gesagt, handgefärbte Wolle von Karin. Und die kam in 250 Gramm Knoll. Fock Cancer. Also wir sagen ja nicht das Wort, ne? Aber ist ja so, wie es ist, ne, Mädels? Und ja, Flidilise, Beswick, weil die beiden, Frauke und Karin, die haben eine Zusammenarbeit. Richtig gut, finde ich schön. Und die haben ja auch einen Podcast zusammen, ne? Ja, wie gesagt, da ist auch ein bisschen, ich habe nicht ge gewogen. Ja, wie gesagt, Petit Knit, ihr wisst, my favorite Obstkräfter, meine liebsten Anleitungen, ne? Ja.
Das ist auch eine handgefärbte Wolle. Die ist von Schüssleril und die heißt Chocolate Chip, glaube ich. Steht auch auf Ravelry. Und zusammen mit einem Off-White Mohair von Tilia. Ja. Oder? Nee. Nee, nicht Tilia. Von Isère. War das doch Isère? Ja, glaube ich. Steht auf Ravelry. Ja. Ja, wie gesagt, die ist auch fertig. Und dann letzten Samstag, also morgen vor einer Woche her, da waren meine Schwester und Schwager hier, weil ich sagte, Christine, Tine sage ich immer, ne? Tine, jetzt muss das Nadeletui fertig werden für Emily. Die liegt hier nur und wartet drauf. Prost, Skål. Und er sagt, ja, machen wir. Und weil ich dachte, wir machen Kantbänder. Heißt das Kantbänder? Moment, ich guck mal hier rein. Ich habe ja wieder alles aufgeschrieben, ne? Hierzu habe ich geschrieben, ich habe mein eigenes Ding gemacht. Sagt man ja eigentlich nicht, ne? Ja, ist auch egal. Moment. Moment. Schade, dass man nicht reden kann, so beim Lesen, oder? Könnt ihr das? Ich dachte, ich hätte es geschrieben. Habe ich nicht. Na, auf jeden Fall. Ich glaube, das heißt Kantbänder, ne? Ja, die haben wir gemacht. Sie hat sie zugeschnitten. Und ich habe sie zusammengenäht und gebügelt. Ne? Das konnte ich. Das war auch das. Ja, war die Zeit, die ist, die ja, sie kam um 12 Uhr, da haben wir gegessen. Und denn danach sind wir oben in der Gehstraße gegangen. Dann waren wir, da haben wir einen Kaffee getrunken, dann waren wir in Copacabana. Das ist so, ja, die haben Teller, ja, alles Mögliche für die Küche. Und da haben wir zum Bügelbrett geguckt und da sagte sie, ah, sie meinte Fötex. Das ist so ähnlich wie Netto, Billa oder so ähnlich, ne? So, die haben auch Essen und so und ja, Bekleidung und alles Mögliche. Da meinte sie, dass sie die breiter gesehen hat. Aber ich sagte, nee, das glaube ich nicht. Das ist das breiteste Bügelbrett, das ich gesehen habe. Und dann sagte sie, okay, wir kommen wieder zurück. Und da war das 14:15 Uhr. Und die Kopp und Kanne, die machen um 2 Uhr Samstag zu. Und Mensch, schnell hin, rein in Fötex, gesehen, nee, Tine, die haben das nicht. Raus, schnell hin nach Kopp und Kanne und dann haben wir das Bügelbrett gekauft. Und ja, das, ja, habe ich von ihr bekommen. Weil wir mussten ja weitermachen mit der Nadeltasche. Und ich hatte so gehofft, dass die fertig wurde. Aber Mädels, ich sag ganz ehrlich, ich dachte ja, wenn ich also das Innenfutter an die alle reingemacht hatte, dass das so ist, ja, jetzt ist das, kann ich weitermachen, ne? Aber Mädels, aber ich habe ein bisschen weitergemacht, weil ich war ja eigentlich da, wo ich nicht richtig wusste, wie ich machen sollte für diese Tasche hier, ne? Ich hab das irgendwo mal gesehen. Da kann man auch was reinmachen, ne? Hier, dum-dum, ne? Und die habe ich dann gemacht, als sie hier. Ne, oder war das am Tag danach? Na, weiß ich gar nicht. Ne, davor. Und, Entschuldigung. Ne, davor. Und dann habe ich hereingemacht. Seht ihr? Made by Moa. Made by Mama. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ich sehe ja gar nichts. Doch, seht ihr. Ja, den habe ich raufgenäht. Und. Ja, einem wird ganz schlecht von den Streifen. Ich weiß nicht, was ich dran gedacht habe. Da habe ich die letzte, dies hier, den letzten hier angenäht, weil dies muss ja auch ran. Ne? Und dann dachte ich, ja, dann habe ich den Rücken, das Rückenteil und da sollte eigentlich Flisseline drauf. Und da sagte Christine, nee, das ist eine blöde Idee, weil das ist ja so fest. Erinnerst du dich noch, sagte sie, bei der ersten, die wir gemacht haben, die war so fest. Also, da hat sie ja eigentlich recht, ne? Aber wir sind nicht weitergekommen. Weil, ach ja, nee, dann habe ich den hier auch reingenäht. Und dann Nachhinein, oh, jetzt kommt Paul. Nachhinein dachte ich, okay, wenn ich den hier ranmache, dann das ist blöd, denn, ne? Ich weiß nicht, dann wippt das so und das,
Weil dann kommt das Kanban ja hier ran. Das kann nicht. Dann kann kein Kanban ran. Und da dachte ich, okay, dann muss ich die fertig machen und einfach zusammennähen mit dem Rückenteil und dann ohne Flisseline und dann wenden und festnähen, weil ich dachte, oh, das ist ein bisschen blöd, das ist ja fest, das hier, ne? Aber die muss durch. Das muss jetzt fertig werden. Also, wie gesagt, einem wird ganz schlecht, auf jeden Fall mir so. Das ist so wie, kennt ihr die Reklame oder da ist das ein Comicfilm oder so, so wo die Augen so, oh Gott, so ist das bei mir. Ja, die muss fertig werden. Ich hätte ja, wie gesagt, gehofft, aber ja. Aber die kann man ja für was anderes brauchen, ne? Ja, wie gesagt, Mädels, ich guck mal kurz. Also mit dem Copenhagen Cardigan, der ist stillgelegt, der, ich weiß nicht. Dann haben wir die Stino-Socken fertig für die Aktion Grüne Socken. Und der Wiesläufer Cancer, ne? Fock Cancer 2023. Die Oslo-Mütze ist fertig und dann habe ich eine Menge von Dingen gestrickt. Und das Innenfutter und der Reißverschluss montiert. Und nicht mein eigenes Design, aber die Idee dafür, dass man was anders machen kann. Und jetzt nachhinein dachte ich, so zum Herbst, da wäre doch auch was Gutes, so mit dem Blattmuster. Ihr wisst, war das Leneholm Samsø, die hat auch so Cardigan und Blusen, wo hier so ein Blatt ist. Die Idee, die ist ein Strickbuch von mir. Ich war auf der Bibliothek und dachte ich, da kam ich ja so in Designfieber. Das hört sich blöd an, aber ist ja so. Man denkt weiter und so, ne? Das dauert auch so, ne? Man muss erst herausfinden, okay, die richtige Anzahl oder nee, das ist nicht die richtige Anzahl. Wieder aufrippeln, wieder neu und so, ne? Ja, wie gesagt, da dachte ich so mit dem Blattmuster oder so, das muss irgendwie gehen. Dann ein halbes Blatt hier und so. Mal sehen, ne? Weil ich habe ja auch noch grüne Wolle und von Sandness noch. Wir sehen mal, ob das irgendwas wert, ob da noch mehrere kommen, eine Anleitung oder wie, ne? Ja, okay. Ja, das war dies. 42 Maschen. Ja, und dann dachte ich hier abends, da konnte ich nicht einschlafen, weil dann irritiert mich das auch, wenn das so weich ist, so keinen Stand hat und da konnte ich nicht einschlafen. Und da dachte ich, Mensch, ich könnte doch noch mal gucken, was die Anleitung für den Jenny Jacket, glaube ich, heißt, die mit dem W-Kragen. Und ja, ich bin nicht aufgestanden, aber am nächsten Tag habe ich geguckt, dass die Jalholz Pelzul 8, 8,4 oder 8-4 und beiden kleinen Babycardigan, auch im Smockenmünster, da haben sie, hat Mette Alpaka Ull genommen und das hat ja auf 50 Gramm, hat das eine 100 Meter Lauflänge, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist auch schön weich. Und da dachte ich, das wäre mal vielleicht, ne? Weil dann ist sie mehr fester. Oder das von Sandnes Peer Gynt, das ist so mehr robust, ne? Die war für 20 Kronen, weil die Farbe, die fliegt raus. Und weil Emily sie auch noch dies wünscht, dachte ich, Mensch, so blöd kann ich doch nicht sein. Das Muster, ne? Und erst so dachte ich, ich weiß nicht, ich habe dran gedacht, dass sie also hinstrickt und wieder zurück auf der Rückseite. So hatte ich das in Erinnerung, aber das stimmt gar nicht. Sie strickt in Runden. Und das habe ich auch versucht, aber das ist so steif, ne? Und das ist auch, die eine Version ist mit Peer Gynt gestrickt, ne? So wie die hier, ne? Und da habe ich auch einen Fehler reingeballert. Und dann liegt das ja, ne? Guck mal da. Da. Weil das soll ja so sein. Und ich dachte, man braucht ja nicht immer alle mit. Oder ist da ein Fehler drin? Na, weiß ich nicht. Man braucht ja nicht immer Mohair reinmachen, ne? Weil ist ja auch teuer. Teuer, teuer. Also ist ein bisschen günstiger, wenn alles also mit wo der Preis runtergesetzt ist, ne? Aber ich habe ja noch das Grüne von der einen Schleife von auch von Petit Knit. Ich weiß nicht mehr, war die für Emily oder Emma oder für beide? Ja, da habe ich noch das Mohair. Aber da dachte ich ja, dass ich die hier
für gebrauchen möchte, ne? Wenn ich eine andere mit den Blättern machen möchte, wenn das überhaupt so weit kommt. Aber die ist so ein bisschen griffig. Und dann hat mir die Lust, die ist abgehauen. Mal sehen. Oh, das sind die, heißt die Novo? Novo-Nadeln? Novo? Habe ich ja irgendwo was? Da weiß ich nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht. Mädels, sagen wir mal Skål sagen. Mädels. Ups. Jetzt ist auch die Zeit, wo wir an Weihnachtsgeschenke denken müssen. Deswegen denke ich mal, dass vielleicht stricke ich am Cardigan weiter, aber sonst, Emily hat auch noch Wünsche für Sockenwünsche, auch mit dem Hund drauf oder mit dem Kopf drauf vom Hund und ein bisschen weihnachtlich und so. Und Emma, sie hat eine neue Arbeit bekommen, sie fängt am 1.11. im Kindergarten an. Ich weiß nicht, vielleicht war das ja Kita, ihr wisst, die Kleinkinder bis 2,9 Jahre und dann ab danach kommen sie im Kindergarten, ne? Und ich fragte sie, ob sie vielleicht noch Socken braucht, ne? Ja, sagt sie, weil jeden Mittwoch, da haben sie ein Lagerfeuer, wo die machen Snowball, kennt ihr wahrscheinlich auch, wo man Teig macht mit bisschen Salz, Mehl, Wasser, glaube ich eigentlich, ne? Ist da mehr drin? Ja, Hefe auch, ne? Und dann unten um Ast, ne? Einen langen Ast und dann übers Lagerfeuer oder irgendwas, was sie da so machen, denn ja. Und dann könnte das ein bisschen kalt sein, ne? Und dann sagte ich, ja, ich stricke mal. Welche Farben möchtest du? Ja, gerne dunkel. Weil sie ist ja auch so ein Mädel, so früher, da war sie auch, hat sie ihr, ich weiß nicht, ob man das Praktikum nennt. Da, wenn sie die Ausbildung nehmen, dann müssen sie auch im Kindergarten arbeiten und so, ne? Und da war sie am besten so im Kindergarten, ne? Könnte auch in Wuckestu sein, aber im Kindergarten. Da war sie auch immer die Einzige, die sind vom Berg runtergerollt sind mit ne, oder ist mit ne schöne Jacke, ne? Statt dran zu denken, okay, die Jacke ist wahrscheinlich nicht so praktisch, so hier mit dem Schlamm und so, ne? Mit Erde, aber daran hat sie nicht gedacht, ne? Deswegen sagte sie, Mama, gerne dunkle Farben. Man weiß ja nie, ne? Wo die Füße landen, ne? Oder so, ne? Da habe ich, die habe ich bei meinem Wollladen in Herning gekauft, bei Atelier 2, die Regia Tweedwolle, ne? Und ich habe sie ihr geschickt, ja, also ein Bild davon, sagte immer, ja, schön, ne? Und erst dachte sie, das war für ein Sweater, weil ich hatte ja auch, hatte sie gefragt immer, musst du vielleicht noch ein Sweater, Outdoor-Sweater haben? Möchtest du das? Ja, das wäre eigentlich eine Idee, so für ein Lagerfeuer. Aber nachhinein habe ich dran gedacht, das ist doch eine blöde Idee. So mit dem Rauch und so, das kriegst du doch nicht hin. Und jeden Mittwoch musst du den Sweater waschen oder lüften. Und wenn du den nur lüftest, dann kommt das Rauch wahrscheinlich gar nicht raus, ne? Und dann sagte ich zu Emma, das ist eine blöde Idee da. Da musst du vielleicht eine Fleecejacke oder so, irgendwas Outdoor kaufen, ne? Und dann sagte sie, ist in Ordnung, Mama. Und dann habe ich sie gefragt, Emma, Socken, ne? Da sagte sie, ja. Und ja, die habe ich für 3 Wochen gekauft oder so. Ja, die müssen auch auf die Nadeln, weil ich dachte, jetzt wollte ich mal die hier fertig haben, ne? Aber die müssen auch bald fertig, ne? So werden, ja, Mädels, habe ich mehr. Moment, ja, ich habe 1 oder 2 Runden an denen hier gestrickt. Die müssten eigentlich auch mal fertig werden, ne? Ich habe auch bei der Susanne, bei der Orientbayerin gesehen, dass sie jetzt einen Sack oder so eine Tasche häkelt. Ich habe versucht, sie auf Instagram zu finden. Also, weil sie sagte, so wie ich sie verstanden habe, dass sie so überall zu sehen ist. Und da dachte ich, das könnte wahrscheinlich nur auf Instagram sein, ne? Und da habe ich so eine kleine Häkeltasche gesehen mit 2 Hanken, so wie sie auch erzählt hat. Aber da ich dachte, das wäre vielleicht für eine Projekttasche, kann man auch natürlich gebrauchen, ne? Aber da dachte ich, das wäre doch was, so mit verschiedenen Farben, einen kleinen, also mit Rot und dann Weiß und Pink und den ganzen, ja, ihr guckt mal bei ihr vorbei. Und da, als ich ihr Video gesehen und Ankes Video gesehen habe, ne, da habe ich, ja, habe ich das Futter montiert, ne, da habe ich so,
Ja, mein Fernsehen ist hier, ne? Und dann haben sie mich gut unterhalten, ne? Wie gesagt, die müssen auch fertig werden. Ja, ich habe, ihr seht, da, ich habe mit Willen die reingemacht. Die habe ich bei, ja, auf, wie heißt es nochmal? Etsy gekauft. Ja, das ist vielleicht eine Runde oder zwei, ne? Aber die muss auch fertig werden, ne? Mädels, ich hab nicht mehr. Aber ich wollte noch ein bisschen erzählen, was privat ist und die nicht Lust dazu haben und die vielleicht gar nicht hier bis hier gekommen sind. Ja. Bisschen privates, ne? Auf jeden Fall die nicht das möchten zu hören. An denen sage ich schönen Dank, dass ihr bis hier mir angehört habt. Schön. Und für euch anderen kann ich erzählen, am 30. September, da waren wir in Aarhus. Einfach nur so nach Aarhus, weil Paul, er hat seinen Friseur, das ist ein junger Türke. Ein ganz lieber, netter junger Mann. Da macht er sein Bart und da kriegen wir unsere Nasen. Gestöpselt hätte ich bald gesagt mit Wachs und sei Pauls Ohren. Und dann haben wir uns, ja, da haben wir uns mit Emily in Aarhus beim Espressohaus getroffen, haben ein bisschen geredet und ja, und dann wollten wir noch bei Emma vorbei, weil ich hatte noch eine Linse für eine Kamera im Auto für sie, die sie für meine Schwester, von ihrer Tante bekommen hat, weil da hat sie ein Kameras bekommen, ne? Und da hat sie die noch gefunden, aber das Telefon haben sie nicht genommen. Da fuhren wir nach IKEA und als wir auf der Autobahn waren, auf dem Weg nach Hause, hat sie geschrieben, ja, jetzt sind wir wach. Haben sie einen Powernap genommen, aber da waren wir ja auf dem Weg nach Hause, ne? Ja, und am 1., das war am Samstag, am 1. Oktober, da waren wir bei Lego. Das haben wir ja in Billund. Vielleicht von euch kennt ihr Lego, ne? Da Verlustelses Park, ne? Und da haben sie auch Lego-Haus. Und da arbeiten ja auch ganz viele. Und da bei Lego arbeitet mein Cousin, also ist mein Cousin, meine älteste Schwesters Sohn. Er arbeitet da. Und da hatten sie so ein Family Day. Und da konnten, ja, also die wollten, also die Zeit hatten, konnten da kommen. Dann musste man sich anmelden, ne? Und da haben wir das bei ihm gemacht. Und da waren Paul und ich am Sonntag den ganzen Tag da. Das war richtig gut zu sehen. Das ist ja so ein großes Konzern, aber das kennt ihr wahrscheinlich auch bei euch, so ganz ja, andere Konzerne. Aber das war echt toll, mal zu sehen von drinnen. Ne? Kommt ja, kann man ja nicht jeder immer reinkommen. Ne? Aber ja, das war gut. Da haben wir ein bisschen Lego gekauft, nicht für uns, aber für Emily und Emma. Die hatten so ein paar Wünsche. Da konnten wir das günstiger durch meinen Cousin kaufen. Und da haben wir so eine kleine Box bekommen, so als Geschenk, ne? Also Paul und ich konnten uns eine aussuchen. Und die anderen auch, da waren ganz, ganz viele, ne? Aber das war ein richtig schöner Tag. Und da hatten wir auch ein Sandwich bekommen. Und was zu trinken, war da Kaffee? Ja, da war ein Kaffeeautomat. Da haben ich und Paul noch einen Kaffee getrunken. Da waren wir zusammen, wie gesagt, mit meinem Cousin. Und sein Sohn, ja, das war richtig schön. Ja, und ja, wie gesagt, letztes Wochenende waren meine Schwester und Schwager hier. Da haben wir ein bisschen genäht. Oh mein Gott, mein Zimmer sah hier aus. Weil meine Schwester, sie schmeißt immer alles auf den Boden. Wenn sie irgendwas abgeschnippelt hat, ne, das sah aus. Da habe ich am Sonntag richtig, richtig sauber gemacht und aufgeräumt. Und ich habe so auch was von IKEA hier hängen. Ja, da kann man was schräg dran auch raufstellen, ne? Da alles abgestaubt und Paul hat noch ein bisschen Strom gemacht fürs Bügeleisen und für das Licht und so, ne? Aber da war ein schöner Tag am Samstag und auch Sonntag, ne? Habe alles sauber gemacht, ne? Das war richtig gut. Ja. Ja, und nächstes Wochenende, da fahren Emily und ich habe am Freitag freigenommen. Da fahren Emily und ich nach Frederichsen, Creative Day. Und ich weiß, einige von euch kommen vielleicht auch dahin.
Vielleicht treffen wir uns, wenn ihr Lust habt. Aber sonst, ja, mal sehen. Ja, wir wollten nicht war da ein bisschen Workshop, jetzt weiß ich gar nicht, Emily, aber da waren, ich weiß nicht, Vortrau, wie heißt das? So, wenn man was hören möchte. Vortrau. Da steht einer und erzählt was. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Da sind einige, die, nicht einige, aber ein paar Stück, die Emily gerne zuhören möchte, ne? Ich glaube, eine ist eine alte Kollegin von Stoff und Stil. Und ja, Paul kommt nicht dieses Jahr mit, ne? Nur Emily und ich. Ich hole sie da am Bahnhof in Freiresse ab. Und dann fahren wir dahin. Und am Samstag, nächsten Samstag, morgen in einer Woche, da fahren Paul und ich nach Heuer, nach Mesker im Masken. Da muss ich mich mal auch mal ein bisschen schlau machen, weil da sind ja, wie ich das so verstanden habe, zwei verschiedene Stellen, wo man hin gehen, fahren kann, ne? Aber da bin ich mal gespannt, wie das ist, ne? Und am Sonntag, da fahren ich und Paul nach ja, Büsum. Ja, bisschen mal sehen, was da passiert, ne, Mädels? Ja, da freue ich mich und Paul auch. Er ist ja mit, ne? Den schleppe ich überall mit, wenn er möchte und Zeit. Meistens möchte er immer, ne? Aber die Zeit ist nicht immer da. Aber ja, und dann habe ich am Montag freigenommen, weil ich weiß nicht, wie spät das wird, ne? Weil ich hoffe, dass ich auch Farbe wie heißt das nochmal, beim Töpferladen bei Maike abgeben kann, weil ich habe Farbe für sie gekauft. Ich bekomme das Geld ja wieder, ne? Aber das kann man nicht in Deutschland kaufen und die verschicken nicht, die senden nicht nach Deutschland. Das ist eine Firma in Kopenhagen. Und hier muss, also sie konnte da angemeldet werden, aber da muss man eine Steuernummer haben. Aber bei uns ist das ja ein bisschen anders. Da dachte ich, Maike, wir machen das so wieder, ne? Aber ich dachte, so wenn man selbstständig ist, dann kann man vielleicht irgendwas von Staat wiederbekommen, ne? Aber ja, das ist so ein bisschen blöd, ne? Ja, deswegen dachte ich, wenn das so ein bisschen spät wird, Skol. Dann, ja, kann ich ein bisschen lange schlafen. Ja, Mädels, Paul, er hat ja hier dafür gesorgt, dass ich wieder Mützen für ihn stricken kann, ne? Die habe ich ja auf Fähne gekauft. Ja, habe ich ja letztes Mal erzählt, ne? Aber Hipster-Mützen und da von den Resten entweder, also Sockenwolle ist das nicht. Die kann man nicht für Socken gebrauchen. Aber für. Nee, ja, ihr wisst ja, eine Klotsch oder liegen sie einfach nur, ihr wisst ja, ne? Guck mal, ich habe auch diese rosafarbene Farbe gefunden. Die ist auch von, ja, Avetta, ne? Seht ihr? Und guck mal, da habe ich aufgeschrieben, wie viel da noch ist. Was habe ich davon gestrickt? So. Nee, weiß ich nicht mehr. Und die habe ich günstig hier in Ikersball beim Wollgeschäft gekauft. Da, wo ich auch das pinke Mohair gekauft habe, für die hier, ne? Ich glaube 40 Kronen. Normalerweise glaube ich, die kosten, ja, kostete 79 Kronen, die pinke. Und das ist ja, das ist auch Angel. Und ich dachte, ja, eigentlich ist das ja blöd, ne? Nur so ein Knoll. Aber jetzt sehe ich, dass es eigentlich eine gute Idee ist, Mädels. So ein bisschen, ja, von jedem zu haben. Mädels, ich habe nicht mehr. Ach ja, Mädels, ich habe ja gesagt, ne? Das war echt, echt schwer, Reißverschluss zu kaufen. Also die Farbe zu bekommen, ne? Moment, Mädels, ich wollte euch noch mal was zeigen. Ja. Eigentlich hatte ich ja, ich habe einen Meter gekauft. Die kostet, warte, 10 Kronen oder so. Ja, guck mal. Und das ist ja nicht das Gleiche, ne? Also das ist echt nicht einfach, Mädels. Aber die könnte man auch gebrauchen, ne? Ja. Und da hatte ich die ja gekauft. Ich habe die hier gekauft, weil ich möchte auch gern die große stricken. Irgendwann mal, ne? Guck mal, bei Stoff und Stil, bei Selfmade, da habe ich die hier gekauft. Die war ein bisschen teurer. Seht ihr das? Das so mit
rosa und Glimmer drauf, ne? So, seht ihr das? Jo, da. Ich glaube 43 Kronen. Und hier. Und da wollte ich mir, für mich, ja, hier, dachte ich, eine, wie heißt nochmal die Klotsch? Honeyklotsch stricken. So für mich. Ne? Und die hier fand ich auch cool. Und da könnte man, Mädels, Entschuldigung, die passt doch gut dazu, ne? Oder was meint ihr? Finde ich. Auch für irgendwas, eine Klotsch oder so, ne? Aber die, das brauche ich auch für Socken, ne? Das ist eine richtig gute Sockenwolle. Moment, Mädels, ich wollte, was wollte ich noch? Mädels, das sieht immer aus hier nachher, ne? Und da gehen meistens ein paar Tage, bevor ich hier was mache, ne? Guck mal, also ist ja nicht die gleiche, ne? Aber das geht, ne? Vielleicht. Aber das ist ja nur, weil dann wollte ich nicht neue kaufen, ne? Und meistens finde ich, habe ich auch gehört, dass das Mohair so übernimmt. Ja, so dass das, dass die Farbe mehr zu sehen ist, statt die braune. Und das wollte ich ja eigentlich nicht, ne? Okay, ich sehe jetzt, ist nicht der gleiche Ton. Na, wir sehen mal, Mädels, ne? Auf jeden Fall, der war auch nicht günstig, ne? Ja. Ja, ich habe alle meine... Oh, das war auch ein... Den hätte ich auch fast im Ofen geschmissen. Da habe ich... Meistens macht Paul... Paul, er hat sie bei all meine Taschen reingemacht, hier, den kleinen Zipper, ne? Und da fummle ich immer und da habe ich dieses Ende wollte ich reinmachen. Also hier am Anfang. Aber nee, Mädels, den musste ich reinmachen. Ach, der hätte ich doch... Oh mein Gott, Mädels. So. Mädels, ich hab nicht mehr. Ich guck noch mal, wie immer. Wollte mal sehen. Im Moment. Unsere kleine Familie. Da hatte Paul noch einen langen Bart, ne? Das ist unsere Emma. Und Emily. Und ich und Paul. Das war zu unserer Silberhochzeit. Und meistens sind sie ja nicht so, jo, doch, meine Kinder sind lustig, aber nee, was soll die anderen denken? Aber an dem Tag, da sagten sie beide, jetzt machen wir Fjollebillet, also wo man so richtig lustig ist und vielleicht auch Grimassen macht oder so, ne? Da denkt man nicht so, was die anderen denken, ne? Aber das war ein richtig schöner Tag. Guck mal, und da hangen sie da, ne? Ja. Ja. Das war das, Mädels. Ich hab nicht mehr. Sollen wir nochmal Skål sagen? Dann mache ich Schluss. Ja, wir sehen uns wieder. Jetzt, wie gesagt, jetzt ist bald Weihnachten. Heute ist der 20. in 4 Tagen, 2 Monate, dann ist Weihnachten. Mädels, wir müssen Gas geben. Aber Mädels, nicht vergessen, wenn ihr immer noch Lust habt, ne? Ja, die grünen Socken, ne? Oder irgendwas anderes. Ist ja immer schön, wenn wir an andere Menschen denken. Ja. Ich guck nochmal. Ja, ich guck immer, ne? Mädels, ich hab nicht mehr. War schön, wieder hier zu sein. Ich habe immer Schmetterlinge im Bauch, wenn ich so aufnehmen muss. Ich muss ja gar nichts, ne? Möchte, ne? Aber ja, war schön, wieder hier zu sein. Oh, 1 Stunde und 14 Minuten. Mal sehen, was Mess und Emily, die raten ja immer. Nee, letztes Mal, glaube ich, habe ich Wetten gesagt. Die wetten nicht, aber die raten immer, ne? Aber ja, war schön, hier wieder zu sein. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ich freue mich auf nächstes Mal. Und
Ja, eine liebe Zuschauerin sagte zu mir, ich strick nicht, was du strickst. Ist auch völlig in Ordnung. Ich sagte zu ihr, ja, das waren ein paar Damen, die mir das gesagt haben, ist auch völlig in Ordnung. Ich sagte schon, ich kann ja auch, man kann ja gar nicht so schnell stricken, wie alles man sieht, ne? Jetzt habe ich das bei die Susanne, bei der Orientbayerin gesehen, ne? Mit der Tasche, wo ich dachte, oh, die ist auch schön. Aber alles sie, wenn das die ist, die ich gesehen hab, ne, da dachte ich, okay, doch nicht, ne? Aber sagen wir mal ehrlich, wir können gar nicht so schnell stricken, wie wir das sehen. Deswegen ist auch völlig in Ordnung. Und ja, meistens gucke ich auch nur, immer höre ich meistens. Entweder gucke ich euch zu oder gucke ich ja Backvideos. Ja, oder auch von Österreich, ne? So, das mache ich auch. Ich habe ja schon mal gesagt, so wenn wir nächstes Jahr fahren wir nach Österreich. Wenn Paul nicht mit möchte, fahre ich selber. Ja, dann machen wir Urlaub. Mache ich Urlaub mit euch, dann können wir uns irgendwo treffen. Ja. Ich sagte schon zu ihm, ich habe das ja mal erzählt, wenn er mich da in Österreich vergisst, im Wald oder so, macht nichts. Ich schaffe das. Ich kann überall wohnen, ne? Ich mache das. Ja, wie gesagt, ja. Ich habe nicht mehr. Deswegen, Mädels, ich freue mich auf nächstes Mal. Mal sehen, 3 Wochen, 2 Wochen, 4 Wochen. Ja, mal sehen, ne? Aber jetzt geht's an Weihnachtsgeschenke. Ich hoffe, ja, mit dem Cardigan, wie gesagt, mal sehen, ne? Aber ja, wir sehen uns, Mädels. Ich habe nicht mehr. Jetzt das dritte Mal, dass ich sage, falls ihr das vergessen habt, habe ich nicht mehr. Deswegen, Mädels, ich sage, hätte Gott, pesco Gott, poiasel, oh, wie seh's, po gensün. Hi, hi.